willkommen zu Jack's World. Heute den John Deere Kettenschlepper von John Deere. Es ist der 9620. Und hier haben wir das andere Modell, aber das ist das von Bruder und das werde ich ja wie immer auspacken. Hier sieht man aber dann später auch nochmal den Vergleich. Aber wir fahren jetzt erstmal weg und holen den anderen. Hier sieht man zum Beispiel, wie Bruder sich das vorstellt. Jetzt packen wir erstmal aus. War schon mal in den USA auf dem Feld, um ein bisschen was zu mähen, aber das wird nicht gezeigt, aber er war in der Wüste, das wird gezeigt. Und das hier ist derselbe wie der John Deere, aber nicht mit Zwillingsbereifung, das hat der, sondern Kettenbereifung, sozusagen, eigentlich nur Ketten. Jetzt schauen wir uns mal die Unterschiede an. Mal schauen, wie es unter der Motorhaube aussieht, bei dem John Deere oder bei dem anderen John Deere. Wir gucken mal. Bei ihm wissen wir, es ist sehr schön gemacht. Bei ihm weiß ich es noch nicht. War mir nicht in meiner Vorstellung. Also der Motor ist bei dem anderen besser gemacht. Das sind die zwei stärksten Traktoren von John Deere, aber zweimal die gleichen. Aber er hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Wucht und ein bisschen mehr Kraft, weil er Ketten hat. Und er hat aber Zwillingsbereifung, aber bestimmt ist er trotzdem ein bisschen schwächer. Aber beide haben 500 PS. Hier sieht man nochmal das Heck. Da sieht man bei dem anderen auch AdBlue. Hier ist es gar nicht. Hier ist es nur ein bisschen angedeutet, ist aber nicht so schön gemacht. Da sieht man alles schön gemacht. Hier leider nicht so schön. Aber es macht nichts. Man kann ja damit trotzdem Spaß haben. Luftfilter, Blinklichter, also Rundumleuchten. Und die Aufsteigtreppe ist bei dem hier schöner gemacht. Aber in der Fahrerraum ist bei dem hier besser gemacht. Man sieht die ganzen GPS-Daten und GPS. Das Lenkrad, die Tür ist schöner gemacht. Ihr könnt ja mal bei dem reinlunsen. Man kann die beiden nicht vergleichen, weil einer ist aus vollem Metall und der andere ist komplett aus Plastik. Und die Ketten sind aus Gummi. Sind aber beide sehr schöne Modelle. Natürlich kostet das Metallmodell auch doppelt so viel Geld.
dafür wiegt es 10-mal so viel. Er ist echt schwer, ich kann ihn kaum hochheben. Schaut mal. Schnell wieder runter damit.